so. Moin aus Hamburg. Wie wir hier in Hamburg gelandet sind. Ich bin ca. 600 Kilometer von zu Hause aus mit dem Fahrrad nach Fehmarn gefahren. Dort habe ich Steffen und seine Family getroffen. Also ein Problem. Ja, wir rollen ja. Wir rollen auch. Guten Mensch. Haben ja ein bisschen Urlaub auf Fehmarn gemacht. Dort kam dann die große Flut. Das heißt, Fehmarn sieht nicht mehr so aus, wie es mal war. Aber wir sind heil rausgekommen, sind dann anschließend mit dem Auto nach Kopenhagen, haben einen Städtetrip gemacht und jetzt sozusagen auf der Heimreise mit einem Zwischenstopp in Hamburg. Und ich fahre ja nach 1,5 Wochen mal wieder Fahrrad. Die Videos zu meiner Bikepacking-Tour nach Fehmarn, die kommen dann im Anschluss von diesem Video. Ja, und ich würde sagen, wir machen jetzt heute mal ein bisschen Sightseeing mit den Gravelbikes in Hamburg. Moin moin, let's go! Es tut auf jeden Fall mal wieder gut, die Füße mal nicht zu bewegen, einfach nur die Beine. Wie viele Kilometer sind wir durch Kopenhagen gelaufen? Zwischen 50 und 60 zusammengezählt, ne? In 4 Tagen fast 60 Kilometer. Jo, die Füße, die tun gut weh. Wir laufen jetzt hier schon die ganze Zeit mit den Bikes, weil angeblich darf man hier nicht mit dem Rad fahren. Wir sind hier auch fast am Ende und die ganze Zeit können wir halt zuschauen, wie die Container beladen werden, was eigentlich ganz cool ist. Und wir sind hier auf Sightseeing-Tour. Ich hatte zwar jetzt nicht so Lust auf Laufen, aber naja, geht gleich wieder aufs Rad. Cool. Fresh. Voll cool links, voll cool rechts. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken würde. Krass. Also ich muss sagen, wenn man so gerade in Kopenhagen war, dann sieht es schon fast langweilig aus. Ist trotzdem cool. Ja, also wer auf solche abgefahrene Gebäude steht, dann können wir auf jeden Fall Kopenhagen empfehlen. Da kommt man nicht mehr aus dem Staunen raus, aber dennoch sehr cool. Da rein! Wo führst du mich hin? Auf das Dockland-Gebäude kann man auch hochlaufen für eine tolle Aussicht. Wir sind aber links daran vorbeigefahren, um von hier nochmal eine andere Perspektive zu sehen. Und ich habe gehört, bei Sonnenuntergang ist das hier extra schön. Ja, krass. Alles auf dem Kopf. Ist recht. Echt lustig. Nur in Videos gesehen und jetzt ja, selbst hier entlang fahren. Auf der anderen Seite des Elbtunnels kommt man dann hier raus. So, jetzt geht's mit dem Aufzug wieder runter
und tunneln wieder in die andere Richtung, also da wo wir herkommen. Was bin ich froh, dass ich hier nicht entlang laufen muss. Weil ja, wie viel sie tun immer noch weh von Kopenhagen. Ja, hier war schon der Kratzer. Grüße gehen raus an meine Freundin. Mit der war ich vor ein paar Jahren hier. Oh, sehr nice. Und dann gibt es auch die blauen Reifen vorne. Hey, vielleicht weiß es jemand von euch, in Kopenhagen haben wir so viele Räder gesehen, die vorne einen blauen Reifen drauf haben. Und diese blauen Reifen sind ja eigentlich so für Indoor-Training. Und ich weiß nicht, warum die das haben. Und hier in Hamburg auch. Irgendwie kann sich das Wetter nicht entscheiden. Regentropfen auf der Brille. Die Sonne will auch irgendwie scheinen. Aber wie auch immer, schön ist es trotzdem hier. Da es überall ein bisschen schwierig ist, die Bikes abzuschließen und es zu kalt ist zum draußen sitzen, haben wir jetzt hier in diesem Wäldchen so ein kleines Kaffee gefunden. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ups. Was ist das? Ein riesen Gebäude, soweit. So viel kann ich schon mal sagen. Oh, wow. Eine blaue Moschee habe ich auch noch nie gesehen. Und ja, ey, das Gebäude sieht ja auch mal cool aus. Aber das hat was. Finde ich sogar. Ah, ZDF ist da hinten. Ja, war ein schönes Morgenmagazin. Ja, im Morgenmagazin haben wir auf Fehmarn ganz oft geschaut wegen der Flut. Ich finde, ehrlich gesagt, ist das hier eines der coolen Spots. Oh, die sieht auch schön aus von hier. Man merkt auf jeden Fall den Unterschied zu Kopenhagen. Hier ist Baustelle und deswegen sollte man hier nicht mit dem Fahrrad fahren. Aber wie, also wo sollen wir dann fahren? Das ist halt dann so die Frage. Alles ein bisschen wild hier, wenn eine Baustelle ist. Oh. Jo, das ist ein bisschen groß. Die Elbe. Boah, ist ganz schön viel los, ey. Also Kopenhagen, ne, da war ja Touri-mäßig um die Jahreszeit wirklich Bombe. Da ist hier gefühlt das Fünffache los. Ja, außer die Möwen sind hier los. Wie verrückt, uiuiui. Unsere Tour um Hamburg, durch Hamburg ist beendet. Danke an dieser Stelle an Malde, der uns diese Tour zusammengestellt hat. War sehr schön, vor allen Dingen, weil man halt eben jetzt in kurzer Zeit mit dem Fahrrad viel erkunden konnte von Hamburg, weil wir hatten echt keinen Bock mehr auf Laufen. Ich werde euch den Link zu der Tour in die Videobeschreibung reinhauen. Ihr könnt gespannt sein auf die Bikepacking-Videos nach Fehmarn. Schwenkt euch aufs Bike und travel and ride. Bye. Ja, vielleicht werden wir jetzt Fähre verpassen, weil ich das Outro gemacht habe.
Fahrt funktioniert. Wir sind an Bord.